Tja, der Empfang ist gut, das Wetter ist gut, das Produkt ist gut. Und hier ist jemand, der uns mal gerade erklärt, was wir hier sehen vor uns und der sich mal gerade kurz vorstellt. Ja, mein Name ist Heiner Brüning, ich bin Geschäftsführer bei der Maschinenfabrik Bernhard Krone, seit 19 Jahren mittlerweile im Unternehmen. Ich bin gelernter Landwirt im landwirtschaftlichen Betrieb zu Hause und bin hier jetzt zuständig für den Bereich After Sales, also Service, Ersatzteile bei Krone Green, Schulung, also mein Bereich hier. Und letzten Monat warst du Mitarbeiter des Monats, habe ich gehört. Ne? Ja, ich bin von der Demo mit dem Schlepper auf meinen Parkplatz gefahren und du hast ja das Bild genutzt und hast mich dann zum Mitarbeiter des Monats gemacht und ich habe meinen Schlepper bestimmt 50 Mal den Nachmittag wiederbekommen. Ja. Ja. Es hat ja einen Grund, warum wir uns mit mehreren heute getroffen haben. Sollen wir da was drüber sagen oder lieber erstmal noch nicht? Das ist deine Entscheidung. Ja, also ich sag mal, uns ist daran gelegen und das ist nicht nur Krone, das ist, kann ich stellvertretend für die Landtechnikindustrie, glaube ich, durchaus sagen, dass wir diese ganzen Geschichten, die wir jetzt hier mit der Landwirtschaft haben, dass wir das helfen, in positives Licht zu rücken. Und letztendlich hier hängen unsere ganzen Arbeitsplätze auch dran, der vor- und nachgelagerte Bereich hängt dran und letztendlich, das haben wir eben auch, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet, der ländliche Raum. Wir sind ja nicht mehr nur bei Landwirtschaft. Wir sind ja, ob du mit Handwerkern sprichst, ob du mit den Ärzten sprichst, ob du hier die ganze Infrastruktur anguckst und wo wir uns auch daran beteiligen wollen, die ganze Geschichte in positiveres Licht reinzurücken. Das ist uns schon wichtig und deswegen stehen wir da auch hinter und helfen beim Organisieren. Allerdings nie in erster Reihe, also das, was du hier jetzt machst, ist schon ungewöhnlich für uns, aber wenn es der Sache dient, herzlich willkommen. Also ich muss sagen, es war eine höchst kreative Gruppe eben, das muss ich schon sagen und da haben wir mit Leuten, oder ich jetzt, du sitzt ja mit solchen Leuten öfters zusammen, also jetzt nicht von Krone, die waren von anderen Institutionen, sage ich mal, und es war wirklich hochprofessionell, würde ich sagen. So Brainstorming mit solchen Menschen, das macht schon, da kommt schon was raus, ne, würde ich sagen. War uns auch wichtig, das zu mixen, um eben mal die Botschaft auch etwas über die Landwirtschaft hinaus rauszukriegen und wirklich zu sagen, es geht viel mehr Leute an als die Landwirtschaft. Es geht um den ländlichen Raum und es geht bei vielen Dingen, auch Bürokratie und so weiter, noch viel weiter in eigentlich fast jede Wirtschaftsverzweigung und auch ins Privatleben. Wir bürokratisieren uns und wir dokumentieren uns ja heute zu Tode. Ja. Wenn dem dann mal irgendwie geholfen werden kann, das wäre schon hilfreich und sinnig. Magst du noch irgendwas hier zu dem, also ich werde nachher mit Sicherheit nochmal himmelhochjauchzende Videos machen, weil ich fahre echt mit einem sehr guten Gefühl nach Hause. Ich habe damit tatsächlich nicht gerechnet. Ich wusste, 8 Uhr ist antreten. Sei nicht zu spät bei so einer Firma, ne? Das kostet alles Geld. Aber das ist schon krass gewesen, was da eben zusammengeflossen ist. Und das ist nicht der letzte Termin, so viel können wir auch sagen. Und ich möchte dazu steuern, weil viele fragen mich immer, wie geht's weiter? Es geht weiter und das sogar mit ziemlich krassen Schritten, wo ich gar nicht so mit gerechnet hätte. Aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht viel mehr zu sagen, erst wenn es soweit ist. Ja, genau. Aber ihr werdet euch wundern, worüber man die Informationen auch kriegt, die hier sozusagen gelaufen sind. Es wird also eine richtig runde Geschichte, würde ich mal behaupten, vom Stand jetzt. Mit guter Ding auch. Ja, jetzt stehen wir hier oben auf dem Balkon vom Entwicklungs... Technologiezentrum heißt das hier, wo unsere ganzen Mitarbeiter aus der Entwicklung sitzen, wo der Einkauf sitzt, die Qualitätssicherung, die IT, unsere Softwareentwickler, der Kundendienst und so weiter. Und hier, das ist eben ein Bürogebäude mit 485 Arbeitsplätzen drin. Und hier hat man eben ganz guten Blick übers Werksgelände. Deswegen nehme ich die Leute mal gerne mit, um mal zu zeigen, was hier so passiert oder wie so ein Industriebetrieb funktioniert. Also hier kommen tatsächlich alle Krone-Geräte her, die ihr produziert, oder ist noch irgendwas outgesourced? Fast alles kommt hierher mit ich sag mal, geringen Mitteln outgesourced, wobei wir anfangen jetzt unseren vorgelagerten Bereich etwas auszusourcen. Wir haben sonst viele Komponenten aus dem Ausland bezogen oder aus umliegenden Gemeinden oder Dörfern und aus umliegenden Betrieben und wir merken halt auch den Fachkräftemangel absolut. Wir sind jetzt zum Beispiel dabei, einen Komponentenbetrieb in Ibbenbüren aufzubauen, voll automatisiert, so weit wie möglich, weil wir eben merken, es gibt keine Leute mehr, die vernünftig schweißen können. Und da, wo die Leute schweißen können, zum Beispiel in Tschechien und so weiter, war das so, sind die Löhne mittlerweile genauso hoch oder höher wie hier auch. Und wo wir uns dann eben versuchen, über Automatisierung da hier das wieder in die eigene Wertschöpfung reinzuholen, in die eigene Kette und auch in die eigene Steuerung. Dieses Thema Abhängigkeit von anderen, das ist schon auch bei uns ein Thema. Aber das ist doch gut. Ihr holt die Wertschöpfung wieder zurück ins Emsland sozusagen. Absolut, ja. Ibbenbüren gehört auch zum Emsland, oder? Ja, es ist Kreis Steinfurt, aber letztendlich, wir holen es in die Region. Es ist ja egal, ob es in Nordrhein-Westfalen ist oder Niedersachsen, aber wir holen es wieder zurück in die Region. Ja. Aber das muss doch gefördert werden. Da muss doch hier jetzt die Landesregierung sagen, boah, super, Krone, wir tun alles dafür und die Bundesregierung auch. Seht ihr da irgendwelche Signale, oder?
Ja, also mit den lokalen Politikern geht's und im Rahmen der Förderung und so weiter. Da hinten steht unser Ersatzteillager. Man kann jetzt die Halle von hier aus nicht sehen. Sie ist da hinten hinterm Busch. Das ist KfW 40 gebaut, KfW 40 gefördert und so weiter. Die begleite ich tatsächlich sehr eng selber mit. Aber was man da auch an Bürokratie hat, und ich glaube, der Stempel für die Baugenehmigung, der hat sechsstellig gekostet, wo du einfach nur denkst, meine Güte, was sind das mittlerweile hier für Verwaltungsaufwände, die man sich hier antut. Und auf lokaler Ebene und regionaler klappt das mit der Politik gut. Überregional und die Gesetzgebung, an die man sich halten muss, das ist schon anstrengend. Also ihr seid aber dann trotzdem Lokalpatrioten, kann man so sagen. Das, was der Habeck fordert, seid ihr noch? Ja. Oder? Doch, die Familie ist ja, das Unternehmen ist aus 1906 und Familie Krone ist gelebter Mittelstand, gut, jetzt Industrieunternehmen. 7.500 Mitarbeiter im gesamten Konzern. Es gehört ja noch der ganze Nutzfahrzeugbereich dazu. Es gehört mittlerweile eine große Handelssparte mit 560 Millionen Euro Umsatz dazu. Aber das wird immer alles hier rückgekoppelt aufs Emsland. Und die Familie ist da sehr verwoben und das ganze Unternehmen auch. Und deswegen machen wir uns ja auch für so eine Dinge hier mit stark. Ja, ich kenne noch ein paar Mitarbeiter bei euch aus dem Werk, die tatsächlich in der Montage sind und so weiter. Wenn man hört ja so zwischen den Zeilen, aber da hört man nichts, nur Positives. Muss man wirklich auch mal sagen. Die stehen voll hinter dem Werk hier und hinter der Philosophie und das ist wirklich was, worum es mir Spaß macht, auch hinzufahren. Wenn man einfach weiß, dass jeder dahinter steht. Ne? Wenn du mal woanders hinfährst, wenn du im Baumarkt dann schon hörst, wie die Leute am Motzen sind über ihren Arbeitgeber und so, da hast du eigentlich schon gar keinen Bock, irgendwas nochmal hinzufahren. Aber hier fahre ich immer gerne hin, weil das einfach so eine eingeschworene Gemeinschaft ist. Kommt es mir vor. Viele aus dem landwirtschaftlichen Bereich auch, ne, die ihren Job haben. Ja, aber es wird weniger. Ne? Wir merken das auch, der Strukturwandel in der Landwirtschaft. Ich weiß noch, als ich hier angefangen bin, 1. Februar 2005, da hieß es in dem Werbefilm mal, wir haben 14% der Mitarbeiter kommen direkt aus dem landwirtschaftlichen Umfeld und haben noch einen Nebenerwerbsbetrieb. Ich weiß nicht, ob wir heute noch die Hälfte haben. Klar sind wir auch groß gewachsen, aber wir merken, dass uns stirbt auch so ein bisschen das Umfeld weg. Ne? Dass die Betriebe werden immer größer, die Nebenerwerbsbetriebe, es gibt natürlich noch einiges, aber viele hören dann auch auf, es wird denen zu aufwendig. Das merken wir hier schon auch. Also wir merken, dass wir auch unseren Mitarbeitern die Produkte intensiver erklären müssen. Ja. Ich glaube, das bringt jetzt nichts, wenn wir hier die Hallen noch erklären oder kann man das doch, man kann es im Kamerabild sogar sehen. Willst du irgendwas noch sagen zum Betriebsgelände kurz? Oder? Das sind hier gut 60 Hektar Fläche. Im Moment sind wir relativ vollgestellt. Wir warten natürlich auf die Saison jetzt. Ne? Also es ist hier bei uns eine Saison, wo wir quasi 70% der Erntebedingungen dieser Welt gehen April, Mai los. Das heißt also, jetzt ist die große Zeit der Auslieferung. Deswegen ist hier gerade jetzt sehr viel Ware. Und da hinten das Gebäude ist das Logistikzentrum. Da steppt gerade der Bär. Also hier verlassen. Also da hinten? Ja, oder? Genau. Man sieht so ein bisschen, wie der Häcksler dahinter wegguckt. Ja, Die verladen gerade so 200 Fuhren am Tag. Also eine Fuhre kann sein, ein LKW ganz voll mit Kisten, mit Mähwerken. Das kann aber auch ein Stück Feld Häcksler sein. Okay, also 200 Transporte verlassen das Werk sozusagen. Ja, jeden Tag, jetzt aktuell. Das ist so unser High Noon, wo die Produktion ungefähr genauso viel ausstößt, wie verladen wird. Und dann irgendwann geht die Produktion runter, die Verladung läuft weiter und dann läuft das Richtung Sommer, klingt das etwas ab. Dann arbeiten die Maschinen, dann haben wir im Kundendienst sehr viel zu tun, dann ist die Produktion etwas ruhiger und so im August wird das dann wieder hochgefahren. Interessant. Sehr interessant. Also das hier ist sozusagen eure Schatztruhe, ne, für die Zukunft. Die Versuchswerkstatt, genau. Ich frage jetzt nicht, ob ich da rein kann. Mache ich nicht, so unverschämt bin ich nicht. Ne? Aber ich will auch mit Nein beantworten. Nein, ganz sicher mit Nein. Nein, also höchst interessant. Ich finde das immer beeindruckend. Wie gesagt, ich kenne einige Hersteller für deutsche Landmaschinen. Siehst du euch in der gesamten Welt angesiedelt als Landmaschinenhersteller, also deutsche Landmaschinenhersteller? Wir sind ja im Bereich der Futterernte tätig. Da sind wir schon mitführend, nicht in jeder Produktkategorie, aber schon breit aufgestellt. Zwischen 25 und 30% der Produkte bleiben in Deutschland, 70% gehen ins Ausland. Mhm. Größter Markt nach Deutschland ist immer USA und dann kommt Frankreich, England, aber wir wachsen auch gerade stark in Südamerika. Russland ist natürlich ein sehr schwieriges Feld geworden. Aber global sehen wir schon noch ein Wachstum, auch landwirtschaftlich, auch in der Professionalisierung der Futterernte. Aber wir sehen eben auch, dass anders und zu anderen Bedingungen teilweise produziert wird. Ne? Und darauf muss man sich eben auch einstellen. Aber bei einer wachsenden Weltbevölkerung habt ihr doch eigentlich genau hier das richtige Produkt am Start. Ne? Ja, deswegen sehen wir auch durchaus Zukunft in der ganzen Geschichte und blicken der Zukunft auch freudig entgegen. Super. Ich bedanke mich bei dir. Ich setze mich jetzt ins Auto und schwinge mich wieder nach Hause.
Und dann ja, mal gucken, was zu Hause dann zu tun ist. Also vielen, vielen Dank hier vom Kronewerk in Spelle. Und wie gesagt, ich gehe mit richtig guten Gefühlen wieder nach Hause und mit einem Blick in die Zukunft, weil wir arbeiten dran. Wenn wir Probleme haben, arbeiten wir dran. Und so ist das einfach. Danke euch. Ciao.